Hallo und herzlich willkommen zu Rudolf Plays. Heute spielen wir wieder No Man's Sky. Und zwar im Permadeath-Modus. Na, was ist da mit meiner Maus da? Und was haben wir das letzte Mal gemacht? Ja, in das Herz der Sonne bekommen und haben angefangen, unseren Umzug zu vollenden. Na, gucken wir mal, wo wir heute weitermachen. Ach, nicht. Ah, dann hier. Ah, doch, doch, doch. Ja, richtig. Ja, da sind wir. Gucken wir mal, was ansteht im Protokoll. Die nächste Atlas-Schnittstelle finden. Das könnte man ja eigentlich machen, ne? Mal die Fregatten reparieren, falls das dann mittlerweile möglich ist. Ich wäre doch mal an dem Nexus interessiert. Oh, die Atlas-Schnittstelle scheint ja hier im System zu sein. Oh, der Frachter ist aber auch gerade da. Dann wollen wir doch mal gucken. Da waren ja zwei Fregatten beschädigt. Ob sie sich mittlerweile reparieren lassen. Also sich denen nähert vielleicht. Nee, vielleicht ist es die. Da waren Unterstützer und ein. Oh! Macht einsammeln. Die waren schon mal nett. Also, da waren nur Stützer und ein Explorer, also wie der hier. Oh, da ist sogar ein Symbol. Beschädigt. Da haben wir doch schon mal einen erwischt. Schadensbericht ansehen. Kernsysteme beschädigt. Beschädigt Komponenten markieren. Okay. Technologie repariert. Sehr schön. War das schon mal erledigt. Bei der Fregatte hier. Gucken wir mal, ob wir die andere auch noch finden. Also, vor ein Unterstützer. Der war's nicht. Vielleicht ist der. Er hat mal kein Symbol, zumindest. Da ist auch noch einer. Hat einen Unterstützer. Unterstützer. Oh, hier ist er. Hier ist er. Also man muss sich dann hier im Beyond Update ziemlich nah an die Fregatten ranbewegen. Mensch, was ist denn halt los? Also. Ja, ich wollte schon 8 Stunden arbeiten, schaffen und ja. Halber 2 nachts. Vielleicht ist das mit der Konzentration mittlerweile nämlich so. Aber ich kann auch nicht schlafen. Matthias, ich kann nicht schlafen. Ist mir einfach zu warm. Also spiele ich noch eine Runde.
Die ist noch nicht repariert. Das heißt, die wären jetzt wieder einsatzfähig. Die zwei Stück. Können wir zurück zum Schiff? Schicken wir die Fregatten los? Beziehungsweise gehen wir zurück zum Atlas. Da wollten wir eigentlich hin. Oh, Tritium Hypercluster. Ja, wo ist da denn der Atlas? Ui. Also wenn ich Asteroiden ramme, dann gibt's manchmal gar nichts, weil das Inventar voll ist. Ja, wir sind im Permadeath-Modus. Da sollte man vielleicht aufpassen, was wir machen, weil sonst gibt's. Er ist direkt vor mir, was soll das mal? Ich glitsche mal hier nicht einfach irgendwo hin. Jetzt haben wir es aber. Ha! So, was haben wir dann hier alles bekommen? Tritium. Der Exo-Anzug? Seit wann das? Was geht denn hier überhaupt vor sich? Was war das hier für ein Durcheinander? Was haben wir denn hier? Warum ist denn hier kein Platz? Zu Phosphat ins Raumschiff. Silber ins Raumschiff, oder nicht hier Fracht? Nö. Gold? Ach, ganz. Raffinum? Raumschiff. Sehr also seltsam, was ich hier nochmal alles dabei an. Phosphor, der geht doch gar nicht dahin. Tritium in den Frachter. Jetzt ist besser. So, wir sollen mit dem Adler sprechen. Und dann dagegen fliehen. Ja, wie jetzt? Wo ist denn da der Eingang? Also,
Ah, da ist er ja. Ui, ui, ui. Mit dem Atlas. Naja, eigentlich wäre auch die Atlas-Story wieder rum. Mal gucken, was da will von uns. Ist ja nett, dass er schon wieder ein Herz der Sonne anwälzt. Das ist alles noch ein wenig buggy. Der Sonne notwendig. Das gibt's doch nicht. So schließt dann der die Storyline nicht ab. Jetzt die automatische Speicherung, fliehen raus, machen uns das Herz der Sonne. Und fliehen wieder rein. Aktivieren alles. Genau. Vielleicht klappt es ja dann. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Also. Rufet unseren Frachter. Möge er erscheinen. So, lasst uns bauen. Gefangenen an der Rode. Dann im Hult der Schatten. Los, welche Kugel. Dunkle Materie. Ende der Dämmerung. Polnischer Jade. Otischer Jade. Zustandsphase. Novell-Regenerat. Modifizierte Quanten. Herz der Sonne. Jetzt sprechen wir mit dem Atlas. Und hoffen, dass er es diesmal beendet.
wir dürfen sogar mal in der Mitte landen. Wahrscheinlich hätte ich müssen direkt beim Anfang anklicken, eine neue Sonne erschaffen. Man wird vielleicht oder wird höchstwahrscheinlich schon vorbei, aber vielleicht haben die auch nochmal irgendwas gepatcht. Ich hab's nicht gemerkt. Also man hat ja das letzte Mal alles schon gemacht. Einen neuen Stern erschaffen. Ach, Sternsamen, das kennen wir doch alles schon. Das schwarze Loch erreichen. Okay, jetzt sind die Anweisungen ziemlich eindeutig. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. War ich schon mal ganz nett. Das Gerät ist installiert bei mir. Sternsamen, jawohl. Da kann ich noch irgendwas Neues. Greife mit M auf die Map zu, Ziel schwarzes Loch. Für mich sieht es so aus, als sollte ich dorthin. Wollen wir jetzt gleich sehen, ob da ein schwarzes Loch ist oder nicht. Ja. Reisender, 30 Mal gebraucht. Schwarzes Loch entdeckt. So, Entdeckungen. Da ist es schon beim letzten Mal schon entdeckt, aber das ist ein anderes System. Dann nennen wir Rudolf 28 das System Black Roll. So, dann ändern mal die Ansicht für euch. Dass man auch sieht, wenn wir da in das schwarze Loch hinfliehen. Vielleicht. Unser erstes schwarzes Loch.
keine Ahnung, wo man rauskommt. Soll ich dann mal Technologie offline? Das ist aber toll. Welche Technologie ist dann offline? Das haben wir nicht vorrätig. Ich hab Impulsantrieb ist auch leer. Und mir grün aufs Maul! Präzisionsschuss, würde ich sagen. Also, der Frachter da, der... der wäre was für mich. Uiuiuiuiuiui. Das hier ist kein Kampfschiff, das ist Transporter. Aha, da haben wir doch einen. Nur zu mir. Puh. Lass mich rollen, ich kann mir das nicht leisten, das Ding. Weil der schon nett aussieht. Da hat überhaupt die Atlas-Story. Erkunde die Galaxie. Okay. Wie viele Millionen haben wir dann? 64. Jetzt kommt's, 160 Millionen oder so. Guard Korvax. Na, den können wir sogar kaufen. Gleichen. Hat einen Platz mehr, immerhin. Oder gefällt mir besser. Also, ziehen wir um. Warum der jetzt das alles an Bord hat, ist mir ein Rätsel. Der gibt sich ja gar nicht mehr. Och, mach. Jetzt nur noch am Quasseln. Unsere Farm ist noch vor Ort, aber ich will das Angebot jetzt eigentlich nur
Also nicht ablehnen. Dann müsste ich ja bescheuert sein. Irgendwas, was mal. Ach gut, die 100 Tonnen, da bleib ich lieber. Was ist dann noch mehr wert? Eintauschen. Ich kann sie nicht übertragen, also. Okay, haben wir jetzt einen neuen Frachter. Ich weiß nicht. Ja, wir haben einen neuen Frachter, tatsächlich. Schon wieder. Achter Warpkarte. Plotte verwalten. Das ist doch. Ey, dann will ich sagen. Ach, da wollen wir unseren schönen Speicherpunkt und die. Die Raffinerie würde auch. Ein paar andere Sachen auch. Technologie, tragbar, Speicherpunkt. Zwei Metallplatten und ein Handywasserstoffgelee, das kriege ich hin. Eine Metallplatte, zwei Metallplatten. Und die Wasserstoffgelee. Ja, da ist mein Liebster. So. Und ein. Tja, anscheinend gehören die hier unten hin. Mein Terminal des galaktischen Marktes und meine große Raffinerie. 5 Mikroprozessoren. Vielleicht sind die ja vorrätig. Kaufen. Ja, keine Mikro, doch. Jetzt war ich aber doch schon so ein bisschen, wieso haben die das nicht? Gibt's die denn hier, The Carven? In 40 Stück. Seltsame Sache. Exo-Anzug Hauptinventar.
Y. Tragbare Technologie. Große Raffinerie. Drehen. U. Große Raffinerie. Nochmal. Da ist sie ja. So, speichern wir mal nicht. Hier haben wir Cadmium gebraucht. Cadmium wurde, ne? Cadmium. Ah, das ist, weil das nicht hier auf Inventar ist. Exoanzug, Exoanzug, jawohl. Er gibt mehr Cadmium, ja, das ist eine tolle Sache. So, ein Indium. Ah ne, Kupfer oder Kupfer. Und chromatisches Metall. Das sind meine Tannen. Oh, ist das schon besser. Exo-Anzug, Ende. Exo-Anzug, so. Jetzt können wir nämlich unser Raumschiff reparieren. Genügend Cadmium. In den Exo-Anzug. Jetzt müsste es aber reichen. Raumschiff, Technologie. Oh. Jetzt ist es wieder funktionsfähig. Cadmium und mal dieses Metall ergibt Cadmium. Gut. Fünf Mikroprozessoren bräuchten wir. Kaufen.
Mikroprozessoren. Epsilon. So. Ah, mein, ich mag chromatisches Metall. Cadmium. Aktiviert Indium, Indium, Indium. Aktiviertes Kupfer. So, wenn ich jetzt hier Indium rein tue. Jetzt geht die Produktion los, ne? Wir produzieren alles Mögliche. Hier gibt's Cadmium, hier gibt's Indium. Das Metall ist aus. Ja, es wird fleißig produziert hier. Sehr gut, sehr gut. Dann bin ich da, also. Das gibt Kupfer, okay, ja. Räume ich hier mal alles näher, Alter. Das heißt, wir haben jetzt Haufen Zeug. Cadmium ist bei voll. Achromatisches Metall ist falsch gelandet. Ah, da dran hängt es. Indium in der Fracht. Da. Sind jetzt 950, Gott.
So, dann machen wir hier. Chromatisches Metall und 100 Indium drin. Ja. Chromatisches Metall haben wir nicht. Ist aus. Nee, viel. Ich mit Spezialist Polo. Das mache ich auch gleich. So, jetzt sollten wir aber mal genug hier an, in den Frachter. In den Frachter. Nichts so ganz so. So, was haben die dann doch noch für mich? Magisches Metall. Nehme ich. Dieses Metall nehme ich. Oh, dieses Metall nehme ich. Ja, nicht. So, wie viel haben wir denn jetzt von was? Indium. 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 Das Metall. Gut. Tatsächlich, wir machen jetzt hier umrennen und chromatisches Metall und starten den ganzen Kram. Und hier Indium und chromatisches Metall. Starten. Verkaufen möchten wir was, jawohl. Und zwar der Herox und Nemium.
Ups, die müssen wir wieder anschalten, ne? Und wir produzieren. Produzieren. So, jetzt müssen wir mal noch 8 Mikroprozessoren kaufen. 12, 15? Y, Technologie, Raffinerie. Ihre Komponente, tatsächlich. Da müssen wir uns mit dem zufrieden gehen, was wir haben. So, haben wir jetzt schon ein paar Units gemacht. Ah, das haben wir noch, was wir aufstellen könnten. Übertragbare Technologie. Thank you.
der Sauerstoff. Hochleistungsinventar, den Dioxid. Ich brauche eigentlich auch noch. Oh. Ja, wir farmen und wir farmen. Wir farmen und wir farmen. Riedstaub, haben wir nur 126, da könnte man noch zuschlagen. Okay. Schon. Und so, Fracht. Warte, Metall haben wir genug. Frachter. Eine Exo-Anzug. Und dann wollen wir mal das Indium verkaufen, das meinem Exo-Anzug an. Aber den Aufwand jetzt meiner Meinung nach nicht wert. Da gibt es bessere Methoden. 417 chromatisches Metall können wir auch noch verkaufen. Aber man kann es einfach so machen, da ist das Gute. Ich habe es eigentlich nur gemacht, weil ich den noch oder fast kein Cadmium mehr gehabt hätte. Ha. So. Brich mit Nada und Polo. Aber erst schicke ich die Fregatten weg. Ach ja, dort ein Kommandoraum wäre nicht schlecht, ne? Hast du es recht, mein Lieber?
keine Ahnung, warum hier die Balken davor sind, also. Ach, nichts, machen wir einfach weg, ne? Jetzt haben wir Flottenkommandoräume. Kampfpatrouille ausgeglichen, Industrieexpedition, die kann man hin. So. Trigalione. Ich kriege noch einen Unterstützer mit. Ja, das sieht doch gut aus. Die Kampfpatrouille. Na, ob wir die schaffen? Schiff, Kampfschiff, Kampfschiff. Moderner Unterstützer. Das ist knapp. Machen wir besser nicht. Die gehen wir machen. Kampfschiff, Kampfschiff. Unterstützer. Gucken wir, wie es aussieht, wenn wir es so machen. Gut. Ausgeglichene Expedition. Ja, das schaffen die. Ein wenig Bergbau, aber das schaffen die schon. Ja, hier kann ich nicht wegschicken. Meine Schiffe sind noch nicht angekommen. Aber wissen wir, was mir mal gerade auffällt? Dass das hier so dunkel ist. Kann man das nicht hier heller machen oder so? Das geht wahrscheinlich immer noch nicht, nö, ne? Nee. Nee, man kann nicht heller machen. Noch nicht. So, dann benennen wir mal das System und gucken uns unseren Frachter mal an. Ja, Fotomodus und ich. Wenn wir überhaupt so weit rauskommen, dass wir hier alles drauf können. Nö. Ich komme halt so drauf. Hm? So. Oh.
rufen wir doch einfach immer. Dann müssen wir weiter weg. Pulsantrieb nicht verfügbar. Unsichere Flugbahn. Was? Ich bin doch nicht unsicher. Das können wir mir denn halt so antun. So? So? Das ist unser Frachter, also. Ach ja, wir haben ja die Fregatten alle weggeschickt. Fast alle. Jetzt vielleicht ein Foto machen dürfen. Ups. So kommt man weiter raus. Dann entwickelt man jetzt hier rum. Was soll das denn? Ich habe keine Ahnung. Jetzt nur, dass er hier im Asteroidenfeld steht. Oh. Wir kennen hier mal zur Raumstation. Die ist schon hier. Ja, aber mal ich will doch gar nicht kämpfen. Schieß auf alles. Oh ja, du. Hat gekracht. SC. Ist ja noch einer. Uiuiui. Ist aber mal gut hier. Wollt doch ein Bildchen von unserem Frachter machen, Mensch.
Vielleicht ist das ja möglich, wenn man hier so. So. Jetzt X. Fotomodus. Dann. Sonne bewegen. Muss man das. Dann Einstellung. D, Objektiv, Sichtfeld, das muss man erhöhen. Okay. Ah! Ich weiß nicht, ob ich das jemals hinkriege. So, letzter Versuch. Hin. Ding da, das ist einfach viel zu groß, mit davon zu machen. Anscheinend. Nanamor, das ist auf jeden Fall unser neuer Frachterchen. Echt von hier aus, vielleicht. X. Fotomodus. Base. Objektiv. D. Da ist er, ja. Müssen wir anscheinend diesmal doch wirklich da ein bisschen näher ran. Jetzt haben wir es gleich. Otto-Modus. War ein bisschen zurück. Jetzt Einstellung. Ups. Jetzt schon nochmal.
So, Einstellungen ändern. Szene, wer sich noch nicht. Objektiv. Okay, Szene. Wow. Jetzt kriegt man sogar ein paar Sterne hin. Was ist das mit den Vignettierungen da? Ich habe keine Ahnung, für was das alles ist. Oh, was ist da für der Nebel? Tja, keine Ahnung. Also der Standardfilter gefällt mir gut, der lebhaft gefällt mir gut. Ich würde sagen, wenn die ausblenden, Fotos hier machen. Ja, Cursor kann man auch noch bewegen. Ich habe schon wieder die Dinger auf dem Bildschirm. Links. Oh, bitte. Oh, die Atlas-Story ist tatsächlich abgeschlossen. Ich kenne euch Bedrohung. Wollen wir denn überhaupt schon auf? Ist doch bestimmt schon längst Zeit. 10 Stunden 16, ja. Kind, man hat ja noch gerade mit der Anomalie machen hier mit dem Spolo. Der gute Spolo. Nee, heute bin ich nicht fit. Vielleicht das ist. Ach, du ahnst es nicht.
mal die Augen aufhalten, falls man mal einen Reisenden findet. Mission einreichen, haben wir irgendwas fertig? Aha. Du hast vielleicht was für uns, ne? Oh gut, nehme ich. Der Schild schon mit der Hand. Das wird welcher. Gucken wir mal, was man mit der Weltraumwanderung mal hier machen kann. Das ist ja jetzt die Hauptmission, ne? Achtung, Navigationsdaten empfangen. Okay. Ich bin mal gespannt. Das sieht schon mal schlechter aus. Gibt's hier eine Raumstation? Gut. Hier. Schädlicher Planet. Aha. So, also, da hat mal wieder nicht richtig funktioniert. Ja, hol ich mal hier meinen Inventarplatz. Und würde ich sagen, versuche ich mal das Spiel neu zu laden. Dann noch. Und, ja. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke ich bei euch fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann die Weltraumanomalie hoffentlich ansehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Euer Rudolf.